Da lassen wir Minecraft mal. Wenn es ihm Spaß macht. Minecraft darf alles, sogar ruckeln. So. Jetzt blub ich hier ein paar Fackeln mal an. Nicht, dass es hier bei uns mittendrin mal zu dunkel wird. Was ich hier irgendwas erkennen kann. So, ich mache mir jetzt mein ganzes Inventar mit Cobblestone voll. Weil ich jetzt gerade Bock dazu habe. Und ich gerade einen Lavaflash habe. Und wenn ich dann baue, dann bin ich sowieso wieder stiller. Und ja. Scheiße, ich hätte nicht sagen dürfen, dass ich stiller werde. Weil dann werde ich auch stiller. Scheiße. Wollte ich nie. Nee. Doof. Was ist denn doof? Doof ist das, dass ich schon wieder so stimmen mehr nie. Soll ich aber mit der Scheißstimme hier aufhören? Das drehe ich hier selber durch. Und nicht nur ihr. So. Fackel, Fackel, Fackel. Die schaufel ich mal weg. So, 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 so. Inventar voll. Die scheiß Glasscheibe, die kommen weg. So. Huch. Ja, jetzt mache ich noch Cobblestone hier randvoll und dann ist hier erledigt. Muss ja auch sein. Und dann. Gut, ich habe einen neuen Inventarplatz. Dann kann ich doch noch ein bisschen mehr schlagen. Und dann ist hier mal für eine längere Zeit Ruhe, hoffe ich. Dass ich hier nicht andauernd irgendwas brauche und so. So, gehen wir hier mal nochmal in die Bredi. Ja, du Kuh, schon recht. Was? Er hat mich Kuh genannt. Muh! Ich bin ihm beleidigt. Ich bin jetzt eine BSE-Kuh. Apropos BSE, vom BSE hört man auch nichts mehr. Ich finde es immer lustig, wie manche Krankheiten über die Medien gehypt werden. Gehypt kann man nicht sagen. So einfach so eine Schockstarre ja, machen der ganzen Bevölkerung. Nur weil einfach mal wieder eine Krankheit da ist, die ein bisschen schädlich ist. Ist ja nicht verkehrt, dass man informiert wird. Aber dass dann nur noch auf und ab das Thema ist, so ungefähr wie vorletztes Jahr im Herbst mit der Schweinegrippe. Das fand ich den Hammer ever. Das wurde so krass von den Medien, wie soll ich sagen, gepusht, dass sich die Regierung denkt, ach Leute, wir kaufen jetzt mal so und so viel tausend Impfstoffe. Wir brauchen das, ist ja eine Pandemie, also die Vorstufe zur Epidemie. Oder, ja. Und dann denken sich, ja, puh, machen wir halt so und so viel tausend Impfstoffe. Aber Produktionsende irgendwann März 2011. Leute, hat da irgendjemand nachgedacht? Um ehrlich zu sein, hat keiner oder kaum noch jemand Grippe im März. Das ist eine Grippe, Leute. Die ist meistens im Winter verbreitet. Aber naja, wir kaufen so und so viel tausend Impfstoffe. Was soll der Käse? Das Steuern verpulvern hoch 10. Es ist. Ah, da kriegst du wirklich Hass, wie ich das gehört habe. Das war mal von vornherein. Klar, dass das nicht reicht. Oder dass es einfach zu spät ist. Und dann haben wir sich gewundert, dass Herbst letzten Jahres dann die ganzen Impfdosen wegwerfen mussten. Das hätte ich ihnen auch vorher sagen können. Aber naja, ist ja Politik, die darf das. Oder wie? Ja, vollbehindert. Einfach mal ohne Sinn und Verstand Steuergelder verpulvert, obwohl sie es nicht gebraucht hätte.
paar tausend hätten ja gereicht, aber nicht paar zigtausend. Aber die hätten die Pharmaindustrien so oder so produziert. Naja. Die geldgeilen Arschlöcher. Warte, werf ich ihn jetzt weg? Die Eier, so. Da kann ich eine Fackel draus machen. Oder vier Stück. Dann ist hier Ruhe. So. Und ich habe noch ein bisschen Platz im Inventar. Meine Eier werfe ich gleich weg. Ich brauche sie nicht mehr. Sind eingetütet in so ein Machglas und so. Ein Machglas, Machglas. Huch. Hier, pop. Pop, pop. Pop. Und fressen darf ich auch schon wieder was. Ist ja immer wieder schön. So. Aber Ende mit Politik war halt wirklich dumm. Ja, Kuh, verreck nicht. Du tötest dich selbst. So. War halt voll die dumme Aktion. Und so erschaffen Medien einfach. Weil sie die Leute schocken und so, Hilfe, da ist was Schlimmes im Gang. Wir müssen da was unternehmen. Die Politik muss reagieren. Und so ist es mit vielen Sachen. So war es auch nach dem Amoklauf von Erfurt. Danach wurde ja konsequent die USK-Regeln mehr oder weniger verschärft. Dass man nicht mehr so viel Spiele... Ach, ich wollte die Eier wegwerfen. Dass einfach viele Spiele nicht mehr auf den Index kommen. Also, dass die auf den Index kommen, dass die nicht mehr verkauft werden dürfen. Und ja. Weswegen? Weil die Medien irgendeinen Scheiß produziert haben, der nicht gestimmt hat, da wo sie Videomaterial verfälscht haben, das auch wirklich so aussieht, wie sie es in den Nachrichten berichtet haben, dass ja das Gesetz durchkommt. Keine Ahnung, entweder haben die Medien Angst gehabt, dass das Computerspiele eine zu große Institution werden gegenüber dem Fernsehen und dann einfach mal alle Schock und so. Aber naja, das ist doch eine Sauerei. Und sowas schaffen die Medien in Deutschland, weil sie einfach so krass mitreißen können, immer noch, dass jeder glaubt, ja, es muss so sein. Ihr müsst halt auch mal, ja, ich will nicht sagen, dass es nicht macht, aber ihr müsst Sachen hinterfragen. Ob das wirklich so ist, wie es die Medien zeigen oder nicht. Und naja, viel stimmt halt nicht. Eisen. Kann ich gerade nicht mitnehmen, egal. So. Und das müsst ihr halt hinterfragen und das jedes Mal bei jedem Bericht. Weil irgendwann wird man halt einfach nur beschissen. Weil man alles seelenruhig glaubt. So. Ein paar Lieder regen mich auf, tut mir leid. Da muss ich einfach weiterschalten. Da habe ich so den innerlichen Drang, es zu machen. Deswegen mache ich es auch. So. Was ist eigentlich mit dem Raum hier? Ach ja, da wollte ich ja die Decke noch machen, oder? Ja, kommt noch. Ich brauche ja noch genug Cobblestone hier. Würde ich jetzt mal sagen. Oder generell in der Welt. In meiner schönen kleinen Minecraft-Welt. Gut, so klein ist die eigentlich nicht mehr. So, jetzt schaufel ich hier mal ein bisschen Gradlinigkeit rein. Okay, der Huckel kann weg. Der ist irgendwie unnütz. Deswegen schaufel ich den jetzt mal weg. Hinfort mit dir, du Hügel. So.
Dann hau ich den Stein raus. Mir muss auch nicht jeder Cobblestone runterfallen. Hätte ich jetzt nichts dagegen. So. Erde. Eine schöne, wunderschöne Mutter-Erde. Einfach mal hier hingeklatscht. So. Da muss noch was rein. Irgendwie so Gitter, glaube ich. So. Irgendwie gucken, dass ich das hier ein bisschen gerade hinbekomme. So, so. So, 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 so. Dass ich hier ein bisschen Baufläche habe. Ich will jetzt nicht zu viel begradigen, aber irgendwann ist auch mal Schicht im Schacht. Oh, der ist ja gar nicht runtergefallen. Ich stürze hier irgendwann gnadenlos runter. Hatte ich aber, glaube ich, das letzte Mal schon, dass ich hier runtergestürzt bin. Meine Fackeln darf ich wieder verteilen. Hoppala. Das sind zu viel an einem Ort. So. Und da kommt eine her. So, dann haben wir das. Dann könnte ich da drüben noch ein Türmchen bauen. Könnte ich, muss ich aber nicht. Ich schaufel mal das wirklich das unnütze Zeug weg. Dass ich hier mal einen Überblick bekomme, was hier alles Phase ist. Wie weit kann ich denn hier? So. Achso. So. Ich muss hier mal mein kleines Terrain strukturieren. So. So. Also ich könnte schon noch einiges machen. Ich könnte hier noch so einen Turm hochzimmern. Aber einen kleineren, nicht mehr so groß. So eine kleine Wachplattform. Ungefähr so. So, so, so. Muss ja doch. Ist irgendwie doof gerade. Scheiße. Muss ich wieder abreißen? So. Machen wir einen breiter. Aber hier kommen nicht nur Dinger hin. Türme. Weil nur Türme machen jetzt auch nicht eine Burg aus. So, weg mit dir. So. Machen wir es so. So, so. So, so. Und dann machen wir hier mal so. So, so, so. Na komm, so, so. Und dann bauen wir den Turm mal straight aus. Um hier dann. Hier könnte ich dann so eine Mauer lang ziehen, so rüber. Ich stelle es mir gerade vor. Aber es wird komisch, dann muss ich ein bisschen Erde aufschütten. Hilft ja nicht. Ein bisschen muss sein. Oder mit Kobben. Ich bin so dumm, ich rede von Erde und dann setze ich natürlich auch Erde. So. Ich brauche ja den hier. So. Und ich glaube, da drin spawnt gleich irgendwas. Ich hätte eine Fackel platzieren sollen. Nein! So, so wächst der zweite Turm empor. Aber hier mache ich dann so ein Mäuerchen hier rüber. Man muss da drüben noch so ein Turm stehen. Dann geht das Mäuerchen hier rüber. Und dann zieht er sich wieder hier hoch. Irgendwie so. Okay? Irgendwie schon die Vorstellung. Und dann kommt hier noch irgendwie so ein Hof rein. Und dann dürft's passen. So.
paar Steine gehe ich noch höher. So, jetzt darf ich mal umsortieren hier. So, 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 so. Ich brauche hier jetzt Pflastersteine en masse. Und was ich halt gerade doof finde, ich glaube, muss mich schon wieder in den Tod stürzen hier. Weil ich natürlich meine Leiter wieder nicht dabei habe. Nee, wieso denn auch? So, dann mache ich hier. Eigentlich ist er schon hoch genug, so ist er nicht. So, dann mache ich hier dicht. So. Mache ich hier so ein Einstiegsding. Ja, weil hier muss man optimal die Sache treffen. Wäre ja sonst blöde. Nein! Inventar auf, so. Der gute Cobblestone, so. Drauf geschissen, so, so. So. Mal gucken, ob ich auch vielleicht eine runde Form hinbekomme. So. 1, 2, 3. 2. Einen.